Das Jahr neigt sich langsam dem Endspurt entgegen. Dies ist oft der Zeitpunkt, an dem die Spekulationen rund um die im nächsten Jahr anstehende Hall of Fame Class beginnen. Einer der gehandelten Namen ist Batista, so soll der ehemalige World Champ weit oben auf der Liste von Vince McMahon stehen. Ein weiterer Name, der kursiert, ist The Rock. Außerdem soll auch die Einführung des Undertakers in die Ruhmeshalle ein großes Thema sein. Aktuell macht das Gerücht die Runde, dass die Segmente mit den Fashion Files auf das Debüt der Authors of Pain im Main Roster hinauslaufen könnte. Einen genaueren Zeitraum für das Debüt gibt es aber bisher noch nicht. Es wird berichtet, dass am Sonntag ein Mann namens William Oaktree durch einen Fehler bei einem Spinebuster verstorben ist. So war nach dem Aufprall keine Hirnaktivität mehr messbar. Dies war sein erstes Match, mit welchem er sich eigentlich den Traum erfüllen wollte, Wrestlingstar zu werden. Das Match fand im Rahmen eines Backyard-Events statt. Einige dürften sich die Frage gestellt haben, warum Braun Strowman diese Woche nicht bei Raw zu sehen war. So wird berichtet, dass man sich die Auseinandersetzung zwischen Strowman und Lesnar für später sparen möchte. So sollen beide erst wieder am 11. September zusammen bei Raw auftreten, wenn man sich dem No Mercy Pay-Per-View genähert hat. Für die Fehde scheinen überwiegend physische Auseinandersetzungen geplant zu sein. Mit einem wirklichen Promo-Segment ist also scheinbar nicht zu rechnen.